Platz ist der Start zum 7. Rennen Großer Preis der Graubündner Kantonalbank. Paracadete und Conquetus als erstes gegen den englischen Conquetus und Paracadete, gefolgt von Baba Shams in Rot. An letzter Position ist es Elixir de Jalousie hinter Shannon Royal. Das zweite von 22 Hindernissen der Jeninser. Logischerweise im Jeninser Bogen, der Jeninser Sprung. Paracadete, Conquetus springt etwas besser. Baba Shams ist zur Stelle, gefolgt von Shannon Royal und Elixir de Jalousie. Gegen die Mauerhecke, das wird dann am Schluss das letzte Hindernis sein, dann der Käppeliwald, Wendung nach rechts von den Reitern aus gesehen. Das Cross-Hindernis, das auch im Jagdrennen zu absolvieren ist, mit Paracadete, dann Baba Shams in Rot, das aus Italien springt, hervorragend Conquetus, kleines Zögern an dritter Position jetzt, dann folgt der zweite Schimmel im Feld, Shannon Royal, und am Schluss ist es Elixir de Jalousie. Gegen die Hürde oder über die Hürde jetzt Elixir de Jalousie hinter Shannon Royal, Conquetus, Baba Shams und Paracadete. Die Jagdhürde und dann der Tribünensprung. Achtung, die Fotografen, die Pferde sind im Anmarsch. Mit Baba Shams, der sich jetzt die Spitze gesichert hat, begleitet außen von Paracadete, dann Conquetus mit Shannon Royal und Elixir de Jalousie gegen den Tribünensprung. Mit Baba Shams in Rot an der Schimmel, Paracadete, Conquetus, Shannon Royal und Elixir de Jalousie. Alles sauber drüber, wieder über die Mauerhecke, dann der Jeninser und der englische Sprung der Grüne in der Gegenseite. Mit Baba Shams, dem wird es jetzt zu langsam. Über das nächste Hindernis, den Grünwaldsprung mit Paracadete an zweiter Position, dann Conquetus, Shannon Royal und Elixir de Jalousie wieder über die Mauerhecke beim die Jagdhürde, dann jetzt geht es wieder gegen den Tribünensprung. Das 13. Hindernis, Paracadete, dann folgt Paracadete mit Conquetus, dann Shannon Royal und Elixir de Jalousie. Kleiner Fehler des Favoriten Paracadete, aber nichts passiert. Vorne Baba Shams mit Conquetus wieder gegen die Mauerhecke beim nächsten Mal, dann von der anderen Seite als Einlaufsprung. Baba Shams macht jetzt hier Tempo. Gefolgt von Conquetus, dann Paracadete, Shannon Royal ist zur Stelle und auch Elixir de Jalousie hat sich noch nicht abschütteln lassen. Über den Jeninser, dann die Wendung nach links in die diagonale Trippelhecke und Wassergraben direkt hier vor der Tribüne. Wer wendet am besten? Paracadete innen, aber die nächste Wendung geht dann von uns aus gesehen nach links. Also wer jetzt links ist, hat vielleicht doch dann den Vorteil. In der Mitte der Bahn ist es Baba Shams in Rot. Rechts der Schimmel Paracadete, links in Weiß mit den braunen Puppen gegen den Wassergraben Conquetus und ganz innen Jörg Langmeier mit Shannon Royal. Schauen Sie, wie der Tag wieder gewendet hat und ganz innen durchgeht Shannon Royal mit an die Spitze. Das ist ein Teufelskerl, der weiß wirklich ganz genau, wo er wenden muss. Die Frage ist, ob Shannon Royal noch genügend Dampf hat, um da weiter zu kommen. Und jetzt ist der Favorit Paracadete an letzter Stelle. Vorne ist Conquetus für den Charles Rossi. Dann rückt Baba Shams wieder auf. Elixir de Jalousie. Vom letzten Amt an die zweite Position. Wieder der Grünwaldsprung. Kleiner Fehler von Elixir de Jalousie. Vorne Conquetus und Elixir de Jalousie. Die beiden versuchen sich zu verabschieden. Aber der Favorit Paracadete ist noch nicht geschlagen. Kommt an dritter Stelle. Jetzt kommen die Sprünge davon. Conquetus ist vorne. Conquetus und Elixir de Jalousie, die beiden batschen sich jetzt. Paracadete hat Mühe. Baba Shams, der Gast aus Italien, ist geschlagen und auch Shannon Royal ist geschlagen. Noch zwei Hindernisse. Vorne ist Conquetus, aber Elixir de Jalousie kommt. Paracadete, der Favorit, ist geschlagen.
geschlagen. Ein Duell zwischen Dokutus und Elixir de Chalousie rechts hinter Schwung. Elixir de Chalousie wird im Kampf und Elixir de Chalousie wird hier nach Hause spazieren. Elixir de Chalousie und die Antwerpen. Elixir de Chalousie. Die Antwerpen werden zum zweiten Mal. Dann Dokutus, dann Bergkreis erklärt der Favorit. Dann Shannon Royal und der Gast aus Italien. Dabei Chance auf den fünften Platz. Aber was für ein Reck wieder und was